Exakt, diese Punkte sind zu überprüfen. Wir haben die Zielsetzung, in unserem Lande so viele Arbeitsplätze wie möglich zu sichern. Wir haben die Zielsetzung, auch die Marke Opel zu sichern und das in ein Konstrukt einfließen zu lassen, das nicht nur ein paar Monate hält, sondern das dauerhaft tragfähig ist. Und wenn eine Firma Fiat oder eine andere Firma hier ein entsprechendes Konzept vorlegen kann, wird das völlig unvoreingenommen geprüft. Also es gibt überhaupt keine Vorfestlegung der Bundesregierung oder des Wirtschaftsministers, was potenzielle Investoren anbelangt.